Ich zeige euch heute den leckersten und schnellsten Nudelsalat der Welt, einen mediterranen Nudelsalat mit getrockneten Tomaten, Oliven und vielen anderen guten Sachen. Wie man den macht, das zeige ich euch in diesem Video, also viel Spaß. Hey Foodies und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Cook. Falls ihr mich noch nicht kennt, hi, ich bin Julian und ich liebe sonnengetrocknete Tomaten. Ich finde, die schmecken nach Urlaub, nach Sonne und das ist eine ziemlich gute Zutat für ein Essen, wenn ihr mich fragt. Die anderen Zutaten, die stehen hier auch schon alle bereit. Wir brauchen dafür nämlich 400 Gramm gekochte Nudeln. Ganz wichtig, dass sie schon vorgekocht sind und auch abgekühlt. Das habe ich dann nicht in diese Zubereitungszeit von 5 Minuten eingerechnet. Außerdem braucht ihr 300 Gramm Cocktailtomaten oder auch Kirschtomaten, wenn ihr die lieber mögt. 2 Hände voll frisch Rucola, 100 Gramm schwarze Oliven oder auch Kalamata-Oliven, 100 Gramm getrocknete Tomaten, ein wenig Parmesan, eine Knoblauchzehe, eine halbe Schalotte oder eine Viertel rote Zwiebel und ein paar Pinienkerne als Topping. Das sind alle Zutaten und ich mache mich jetzt direkt mal an die Arbeit, damit der Salat auch schön schnell fertig ist. Die Nudeln sind gerade noch ein bisschen warm, die lasse ich noch eben abkühlen, weil ich die vor dem Video schon gekocht habe. Die Tomaten schneide ich einfach erstmal in Viertel. Von der Größe her sollte das hinkommen. Ihr könnt sie auch noch ein bisschen kleiner schneiden, wenn ihr sie lieber mehr im Essen verteilt haben möchtet. Die getrockneten Tomaten und die schwarzen Oliven schneide ich ebenfalls klein. Und diese drei Zutaten, die können wir dann schon mal in eine große Schüssel geben. Die Nudeln sind mittlerweile auch abgekühlt und die gebe ich ebenfalls mit hinzu. Falls eure Nudeln so ein bisschen zusammenkleben, gebt einfach ein bisschen frisches Wasser drüber und dann sind sie wieder einzeln unterwegs. So. Die gebe ich dazu und der Salat kommt hinterher. Ich nehme Rucola, hat so eine schöne leicht bittere Note und das passt, wie ich finde, perfekt zu den Tomaten und generell in diesen Salat. Den Salat habe ich schon gewaschen und auch trocken schleudert, ist immer ganz wichtig bei Salat, denn ansonsten fließt das Dressing am Salat vorbei. Wisst ihr Bescheid, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. So, diese Sachen sind schon alle drin. Jetzt können wir eigentlich einmal schon mal mit der Hand durchmischen, damit es optisch auch schon mal gut aussieht. Soweit so gut, aber zu jedem Salat gehört natürlich auch noch ein Dressing und dafür schnappe ich mir jetzt den Knoblauch und auch die Schalotte und würfel sie einfach ganz fein. Beides kommt zusammen in ein Glas und das wird die Basis unseres Dressings. Dazu kommen jetzt noch 2 Esslöffel gutes Olivenöl und 1 Esslöffel Balsamico-Essig. Ihr könnt euch generell merken, Öl zu Essig ist sehr oft 2:1, manchmal auch 3:1, wenn man es nicht ganz so sauer möchte. Der Balsamico-Essig bringt einen tollen Geschmack auf jeden Fall in dieses Dressing rein. Ungefähr 1 Esslöffel und auch hier auf jeden Fall auf eine gute Qualität achten. Erkennt ihr unter anderem an dem Siegel DOP oder IGP. Beides Qualitätsmerkmale bei Balsamico-Essig. So, und jetzt fehlt natürlich da noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und für die gewisse Note in diesem Dressing kommt jetzt auch noch 1 Teelöffel mittelscharfer Senf mit rein. Das alles einmal gut vermischen. Wenn ihr es etwas süßer mögt, könnt ihr da auch noch ein wenig Honig mit reingeben. Aber ich finde das Dressing so eigentlich schon ganz lecker. Ich werde es jetzt auch mal kurz testen. Wirklich gut. Und vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, ich habe hier eine sehr kleine Pfanne vor mir. Die ist für unsere Pinienkerne da. Die gebe ich einfach in die Pfanne rein und röste sie jetzt in dieser wundervollen kleinen Pfanne. Hat so ein bisschen was von Tiny Cooking. Die brauchen ungefähr so 1 Minute immer im Auge behalten und auch immer mal bewegen bei mittlerer Hitze. Die brauchen kein Öl mehr, denn Pinienkerne haben von sich aus schon so viel Öl und so viel Fett, dass sie auch ohne auskommen. Und wenn sie dann eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben, zur Seite stellen, von der Hitze wegnehmen, denn die verbrennen auch relativ schnell, von daher immer drauf aufpassen. Das Dressing gebe ich schon mal über den Salat. Einmal gut unterrühren und dann können wir auch schon ein paar von den Pinienkerne mit drüber geben. So ein paar gebe ich immer ganz gerne dann noch auf den Teller oben drüber. Sieht optisch richtig gut aus. Und eine Sache fehlt jetzt noch und zwar der Parmesan und den werde ich einfach ganz grob da drüber hobeln. So ein paar kleine Scheiben, damit der sich auch im Salat so ein bisschen verteilt und dann am Ende bei der Präsentation noch ein paar mehr. Serviert ihn am besten auf einem richtig schönen Teller, macht nochmal ein bisschen Parmesan drüber und ein paar von den Pinienkernen. Wenn die angeröstet sind, bekommen die einfach so einen tollen Geschmack und dieser Salat ist einfach ein Traum. In dem Sinne, 3 Worte für euch, macht ihn nach. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.